Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satinavs Ketten. Ja, bei der letzten Folge wollten wir jetzt herausfinden, wie wir das letzte Eichenblatt von diesen beiden Leuten hier kriegen. Und ja, dann wollen wir es mal ausprobieren, ne? Hammer. Sonst haben wir nichts gerade. Ich habe eine Niete im Inventar, wieso das denn? Die Schweine werden genug gemästet. Die Schweine werden genug gemästet. Wieso habe ich eine Niete im Inventar jetzt noch? Das traf ich nicht. Ulfried? Verschwinde, sag ich! Olga. Hier, die Niete sieht aus wie du. Tatsächlich. Der stolze Abkömmling einer Andergaster Eiche. Okay. Das war nicht so geplant. Mein Kopf ist leer, Mist. Was könnte ich denn? Kein geeigneter Köder. Es sei denn, ich will Schweine fangen. Oh. Kein geeigneter Köder. Ich dachte, dass wir damit vielleicht eine Elster fangen können. Ah, nee, eine Lerche will sie ja haben. Aber anscheinend geht das auch nicht. Ich bin etwas... Willst du was? Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Eugiert, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Ja, toll, das bringt mir echt viel, mit diesen beiden Leuten zu reden. Kann ich mit Ulfried reden eigentlich? Verschwinde! Ja, nee, nicht wirklich. Okay. Was könnte ich mit der Niete... Könnte ich dir eventuell... Hilda geben? Sie hat nichts gemerkt. Okay, ich frag nochmal, ob ich den... Ob der Spieler nochmal das Friedhelm? Neue Spiel... Ja? So. Spiel doch nochmal das Lied von der Bärenbraut. Weißt du was? Ich spiele einfach alles, was du sagst. Ich streite mich doch nicht mit dem einfachen Volk. Okay. Dann gucken wir nochmal in die Schachtel hinein. Kein Gewinnlos mehr da. Okay. Ich hätte gern den Käseleib. Den kann ich aber nicht nehmen, gell? Wenn überhaupt, sollte ich etwas stehlen, das nicht direkt vor ihrer Nase steht. Okay. Lustab? Wenn überhaupt, sollte ich... Eicheln. Eicheln. Ja, das sind Eicheln, das hast du toll erkannt. Hilda ist unvorsichtig wie immer. Ihre Schatulle hat nicht einmal einen Verschluss. Humpel, was ist das denn? Den kenne ich ja noch gar nicht. Hey, weg da! Das ist seiner. Glaub ja nicht, dass ich dir was von dem Bier abgebe. Okay, ich guck mal hier rein jetzt. Was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier noch Andra. Ach, siehst du mal. Tag, Andraus. Redest du immer noch nicht mit mir? Dachte ich mir. Selbst den Bettlern bin ich unheimlich. Puh, okay, was haben wir denn noch? Wir haben noch die Kapelle, wir haben noch... Ach, siehst du, hier oben die Schürze und die Unterhosen haben wir noch. Können wir da eventuell mit dem Gehstock was machen? Das ist ein Stadtbüttelhemd. Lol, das fährt sogar auf den Boden und nicht der direkt... Der schöne Festschmuck. Ich darf das. Okay, das ist schon ein Festschmuck, ich darf das. Eine Unterhose. Das führt zu nichts. Eine Schürze. Die brauche ich nicht. Okay, das ist ein Wams. Gut, so nehme ich das. Braucht das eventuell... Eugiert? Besser, ich halte es versteckt. Besser, ich halte es versteckt. Okay. Ich gehe später spazieren. Jetzt muss ich mich um meine Aufgabe kümmern. Das geht also immer noch nicht. Ist ja recht seltsam. Wir können irgendwie nichts machen. Ich gehe mal nach hier nochmal. Ich
Hier können wir jetzt auch nichts anderes machen, gell? Wir können noch nicht hier rein. Was sollen wir mit dem Hemd jetzt machen? Flöte? Ich bin etwas ideenlos. Hemd mit... Wird doch nichts. Diese Eichenblätter sind nur aufgenäht. Okay. Ach nein. Das geht so nicht. Schwachsinn. Mir fällt dazu nichts ein. Möchte der Schmied eventuell einen Hammer haben? Den guten. Man weiß ja nicht. Keine Zeit für eine weitere Rauferei. Du sollst ihm den Hammer geben, mein Gott. Gehstock. Keine Zeit für eine weitere Rauferei. Du sollst dich doch nicht mit ihm raufen. Was haben wir hier noch? Nichts. Doch, Wams. Was soll er damit? Ich störe Hilda lieber nicht. Pff, wer könnte so ein... Ach, warte mal, der Bettler vielleicht. Andraus nimmt keine Almosen von mir. Er fürchtet einen Fluch. Das ist gemein. Willst du ihm helfen und dann so, oh ja, nee, lass mal, du bist verflucht. Auch scheiße, ha? Moment, warte mal, kann ich eventuell dem das geben und sagen, ja, habe ich gefunden? Besser, ich halte es versteckt. Kein Zweifel. Dieses breite Wams kann nur Troga gehören. Okay, Troga. Was streunst du hier rum, Vogelfänger? Du hast in der Burg nichts zu suchen. Kann ich ihm also auch nicht geben. Eichel? Schon fett genug. Das bleibt besser bei mir. Und der da? Das wird ihn kaum interessieren. Was soll ich denn noch machen? Im Augenblick habe ich Dringlicheres zu tun, als zu beten. Okay, also beten will er nicht. Dann gehen wir mal zurück. Ich frage mich, was wir mit dem Bams jetzt tun sollen. Mit wem könnte ich denn noch das Wams benutzen? Maximal noch mit unserem Lehrmeister Quinlin, aber ich glaube eher weniger, dass der ein Wams braucht. Oder soll ich sie in die Kleiderkiste legen? Das gehört mir nicht. Außerdem wäre es mir zu groß. Okay. Quinlin Wams. Was soll er damit? Diese Eichenblätter. Was? Nee, ich will. Diese Eichenblätter. Nein, ich will doch nicht das. Ich will die Eichenblätter an ihn geben. Du hältst natürlich nichts von der Eichblattqueste. Na, wenn du gewinnst, hassen sie dich doch erst recht. Da hat er echt recht. Ah, jetzt ist mir der Strippe hier aus dem. Hallo, Strippe. Moment, kleinen Moment. So. Da hat er natürlich recht, weil die Leute können uns ja eh schon nicht leiden, wenn wir natürlich den Sieg wegschnappen. Sind deine anderen Sachen wenigstens noch ganz? Ja. Okay. Puh. Was soll er damit? Weiß nicht, essen. Nun, weißt du? Soll ich etwas spielen? Nicht jetzt. Aber wenigstens ist er nett zu uns, muss man ja mal lassen. Auch wenn er ein bisschen fies ist, ist er der Einzige, der gerade nett zu uns im Moment. Außer von dieser Hilda jetzt, die ist auch ganz nett. Ach, jetzt kann ich hier auch rein. Alles klar. Seil? Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Seil? Ich würde mal sagen, wir benutzen mal... Komm schon, das muss doch jetzt gehen. Das Seil ist viel zu dick. Und wenn wir das Seil vorher bearbeiten? Wie komme ich darauf? Weiß ich nicht, wie du darauf kommst. Also ich meine, totaler Schwachsinn eigentlich, ne? Also besser nicht. Nein, du sollst...
Kombination ist manchmal ziemlich komisch. Nicht so. Mit den Eichblättern vielleicht? Besser nicht. Wieso denn nicht? Vielleicht. Nein. Du könntest damit das Seil leicht anschneiden? Vielleicht. Nein. Ich bin überfragt. Geht nicht. Ich komme jetzt also hier rein, kann hier aber auch trotzdem nichts machen. Was soll ich mit diesen Dingern machen? Eine Falle ist ziemlich... Obwohl, eine Falle? Wird doch nichts. Vielleicht versucht er ja gar nicht mit Absicht das letzte zu reißen, oder macht es dann aus Versehen? Nein. Ich wüsste bloß nicht, wie er das machen soll. Denn anscheinend funktioniert hier nicht viel. Das ist keine Hilfe. Aber eine Flöte. Ich rede später mit ihm. Fässer. Mein Arm ist zu kurz. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Ich bin mir unsicher. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall hier rein. Ah, das bringt uns nicht weiter. Das heißt, wir gehen mal wieder nach unten. Wir brauchen etwas, um das Seil zu lockern, wie es aussieht. Aber was könnte das sein? Strohpuppe, Käse, Lose, Bier. Hier gibt es nichts. Auch hier, vielleicht kriegen wir ja eine Lanze. Haben doch die eine Lanze. Vielleicht können wir die Lanze nutzen für sowas. Aber die Frage ist halt, wann gibt er uns die Lanze? Was müssen wir für ihn machen, damit er uns die Lanze gibt? Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ach, gar nicht. Oh, okay. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Und wir können ihm noch kein Schwert klauen. Wir können ihm also nur den Krug klauen. Moment. Was? Warum? Nein, Vogelfänger! Ich stand doch nicht mal in der Nähe. Das gute Bier! Okay, jetzt ist er anscheinend ein bisschen... Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger! Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Okay. Das Bier ist also Schrott. Auch nicht anklickmäßig fähig. Was haben wir jetzt erreicht? Gar nichts, oder wie? Können wir eventuell... Nein. Hilda ist die Einzige, die mich freundlich behandelt. Warum gehen ausgerechnet solche Kisten nie zu Bruch? Das wäre wenigstens nützlich. Kann ich... Sein Kopf ist zwar hohl, aber dickschädelig. Okay, das geht also auch nicht. Ja, wir haben das Bier zum Debord, aber das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Ne? Der hat halt kein Bier mehr. Ich weiß gar nicht, ob das so storymäßig jetzt... Keine Zeit für eine weitere Rauferei. Ich weiß gar nicht, ob das storymäßig jetzt irgendwie was gebracht hat, aber... Es kann auch sein, dass wir es einfach nur machen könnten, um ihn zu ärgern. Wir können aber auch nichts zerstören, gell? Mit unserer bloßen Geisteskraft. Oh. Dann gehe ich mal hier hin. Und sehen nach, ob hier noch irgendwas zerreißbar wäre. Ich glaube es aber fast nicht. Wir könnten mal versuchen, die Kurbel kaputt zu machen. Das lässt sich nicht zerdeppern. Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Weil das ja dann cool wäre. Du sollst ja nicht cool sein. Kann ich eventuell mit einem Gehstock... Nicht so. Gehstock? Keine Zeit für sowas. Das bringt nichts. Muss sehr seltsam sein, wenn er hier steht und da steht einer da und Fahnenmast. So wird das nichts. Na, warum denn nicht draufschlagen? Irgendwas machen. Nicht so schlau. Agiere mit, benutze Gehirn und so ein Zeug. Weißt du Bescheid? Wir haben einen Krug in dieser Folge zerdeppert und ich bin begeistert. Wir haben einen Krug zerdeppert. Ach ja, wir haben einen neuen Weg freigeschaltet. Das war's aber auch schon.
Der Spielmann soll nochmal ein anderes Lied spielen. Friedhelm? Ja. Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Ja, ja. Der mag uns nicht so noch nicht, glaube ich. Na, Geron? So, mit der kann Mach's ich gar nicht gut, mehr reden. Heda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Mach ich. Ich versuche mal mit dem noch ein bisschen öfter zu quatschen. Vielleicht, wenn ich ihn tausendmal sage, er soll ein neues Lied spielen. Friedhelm? Ja. Spiel doch nochmal das Lied von der Bärenbraut. Ja, ja. Friedhelm? Ja. Okay. Du kannst jetzt wieder etwas anderes spielen. Ja, ja. Okay, sag dann nur noch ja, ja. Alles klar, okay, gut. So. Gut. Oder eher nicht gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir haben diese Folge jetzt nicht ganz so viel geschafft. Aber ich hoffe, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.